Starbuck? Was Neues gehört? Nichts bis auf den Regen. Dann bringen Sie die Katze mal ins Trockene. Wird ausgeführt, Admiral. Präsident, Captain, wie ist es da draußen? Die Aussicht ist Wahnsinn. Wir haben fast fertig getankt. Dann springen wir aus diesem verfluchten System. Das hoffen wir alle. Beim Zylonensender heute mit Mario. Hallo, Jan ist auch dabei, wieder mal. Buongiorno. Und zu guter Letzt Ben. Phil. Und zu allerletzt die Nummer 1 wieder Tim. Dankeschön, und damit schließt sich der Kreis. Okay. Tschüss. Pfiat euch. Ja, wir müssen uns mal irgendwie eine andere Begrüßungsfloskel ausdenken. Ja. Weißt du, was auch kreisförmig ist? Was denn? Ein Mahlstrom. Ein Mahlstrom. Oh, ein Mahlstrom. Sehr gut, sehr gut. Spielst du etwa auf die heutige Folge an? Nee, eigentlich nicht. Ah, dann. Ich habe Wetterbericht geguckt. Nein, schon auf die heutige Folge. Schon. Denn die heutige Folge heißt auf Englisch Maelstrom und auf Deutsch Ruf aus dem Jenseits. Sagt das für dich so? Maelstrom. Okay. Ich weiß nicht, wie man das wirklich auf Englisch ausspricht, aber das kannst du ja anhören auf DictCC oder Leo.com. Maelstrom. So, das klingt amerikanisch, so kann man es lassen. Maelstrom. Susanne Maelstrom. Okay. Ja, die Folge ist von Bradley Thompson und David Weddle geschrieben. Zwei Autoren, die wir auch ständig kennen und ständig schon wieder gehört haben. Regie führte Michael Nankin, kam auch schon öfters vor. Und sie wurde am 4. März 2007 erst aufgeführt in Deutschland am 14. März 2008. Also ungefähr ein Jahr später. Und ich glaube, die Zusammenfassung muss heute ich machen. Fange ich gleich an. Starbuck träumt, dass sie versucht, in ihrer alten Wohnung mit weißer Farbe das Auge des Jupiter zu überpinseln. Dabei hat sie Sex mit Lioben und das Muster kommt unter das der Farbe klingt, wieder als würde zurück. Das gleichzeitig passieren. Ja. Ich will doch nur pinseln. Ich habe ein Pinsel nicht für dich. Leute, ich mache hier die Zusammenfassung. Ein bisschen ernst, bitte. Das sind alles Sätze, die hier draufgehen. Ich wollte es in vier Sätzen schaffen. Okay. Weil das nicht ihr erster Traum war, dieser Art, konsultiert sie dann auf Hilos Vorschlag hin eine Wahrsagerin in Docksville, die überwiegend Lioben zitiert, was Kara verunsichert und wütend macht. Und im Gespräch danach mit Anders erfahren wir dann noch etwas über Starbucks Verhältnis mit ihrer Mutter. Inhaltlich bei Patrouillenflügen sieht Starbuck mehrfach einen dieser Heavy Raiders, dieser Zylonenjäger, dem sie nachjagt. Niemand sonst sieht den Jäger und er taucht auch nicht auf den Raiders auf. Apollo zieht sie nicht vom Dienst ab, will aber den nächsten Flug als ihren Wingman durchführen. Dabei kommt es zu einem folgenschweren Ereignis. Das war meine Zusammenfassung. Eine Zusammenfassung mit einem Cliffhanger ja. Zu beenden, ist auch ganz geil. Das erinnert mich an ein Buchreferat aus der Schule, damals von einem Klassenkameraden.
der hat auch ungefähr so einen Cliffhanger dann rausgelassen und die Deutschlehrerin so, wieso verrätst du uns nicht das Ende? Du musst es schon verraten. Nein, ich muss das Buch schon selber lesen. Macht man heute. Nein, das reicht mir. Ein Vierer ist das. Setz dich wieder hin. Macht man heute so. Bei Foto 7 musste ich weinen. Das ist jetzt für mich ein viel größeres Rätsel. Das, kennst du das nicht? Diese komischen Clickbait? Das war ein BuzzFeed-Artikel. Das ist jeder zweite BuzzFeed-Artikel. Ja. Ach so, ja. Diese Clickbait-Strecken. Das finde ich ja auch so krass, ne? Dass BuzzFeed so ein krasses Investigativjournalismus-Team hat und dann die ganze Zeit so einen Kack raus hat. Naja, du musst halt irgendwie das Geld verdienen, um das Investigativ-Team zu finanzieren. Ja, auch wahr. Was ich auch sehr erstaunlich finde, ist, dass t-online.de, das ist mittlerweile eine richtig respektable Nachrichtenseite geworden. Ja, nicht nur das, die haben sehr gute Kolumnisten. Ja. Wo du denkst, warum arbeite ich auf einer anderen Plattform? Ja. Sie haben Sex. Nee, wir fangen vorne an. Sex. Wir fangen vorne an. Ach so, das ist ja vorne. Das ist vorne. Dann spiel doch nochmal das Intro ab. Es beginnt doch immer mit Sex. War der Sex. Was ich am witzigsten an der Szene fand, war, wie Starbuck aufwacht. Ja. Und hier Dings, wie heißt er? Hotdog die ganze Hotdog. Zeit. Hotdog, da so dalig. Wie sie in ihrem feuchten Traum sitzen. Na? Und wie war's? Worum ging's? War ein bisschen creepy. Wo auch denkt, die haben keine Geheimnisse voneinander, aber bei sowas die hätte sollte auch, es. Die hätte ja auch die Tür zu, in Klammern, Vorhang zumachen können. Ja, das ist das Blöde bei Träumen. Du kannst nie wissen, was kommt. Was wollte ich noch? Ah ja, ich habe mich in der Szene gefragt, wie kriegen die nachher die Farbe wieder ab? Das war bestimmt Lebensmittel. Das muss doch viel Arbeit sein. Es gibt doch dieses indische Farbenfest. Dann malen ja, die sich doch aber auch hast alle du an. Mal nach dem Streichen geduscht? Ich streiche nicht. Da reibst ich du dir doch keine die Haut körperliche ab. Arbeit. Ja, aber beim Film nehmen die nicht die Farbe, womit die die Wand sonst streichen würden. White Collar, Jan. Erinnere dich an letzte Folge. Boah. Ich mach sowas Arbeit. Nicht. White Collar. White Collar. Nein, das war nicht, was ich meinte. Der war nicht sehr interessant. Sie hat einfach einen feuchten Traum und wacht halt auf und träumt von die oben. Das ist eine ganz normale Nacht für Carol Trace. Sie geht dann ins Bad und trifft da Hilo, der sich mit einem Rasierpinsel rasiert. Da habe ich mir gedacht, ich habe noch nie einen Rasierpinsel benutzt. Und ja, und der ist nicht mal unrasiert genug, um so eine wichtige Ressource jetzt zu verschwenden. Ach, du meinst, da habe ich auch dran gedacht. Wie lange werden die noch Rasierschaum haben? Ja. Der hat ja gar keinen richtigen Rasierschaum gehabt, oder? Das war ja nur so ein Seifenzeug. Ja. Naja, es war so Seifenwasser, das stimmt. Aber ich habe mich tatsächlich noch nie mit einem Rasierpinsel gepinselt und habe mir gedacht, das muss ich mal machen. Ich auch nicht. Ich habe es einmal gemacht und mache es nie wieder. Unnötig. Echt? Ja. Also ich habe ja, wenn so eine Sprühflasche... Das heißt, musstest du dich auch nicht mehr rasieren. Seitdem habe ich ein Babygesicht. Ich habe ja, wenn so eine Sprühflasche und dann kann man dann das einfach... Dann ist der Bart auch weg. Da fallen dann die Haare Feuerzeug einfach raus. Feuerzeug davor. Und dann kommt da ja eh schon so viel Schaum raus. Da braucht man keinen Pinsel. Ich glaube, den Pinsel braucht man nur, wenn man so eine Seifenblub da hat, oder? Wenn man sich das selbst zusammenmixt. Ich kenne mich damit nicht aus. Na gut. Das war eigentlich der wichtigste Punkt, bei dem ich auf diese Szene zu sprechen kommen wollte. Ansonsten die Rasur. Genau. Ansonsten empfiehlt Hilo Starbuck nur noch, entweder zum Psychologen oder zum Wahrsager zu gehen. Starbuck entscheidet sich für den Wahrsager. Ich habe das auch nicht ganz kapiert, weil er, als er mit der Psychologin ankam, hat er ja gesagt, dass sie Athena da hinschicken. Ja. Ja, weil sie ja jetzt Albträume hat. Ja, aber wie kannst du, die kann doch noch nicht mal sprechen, oder? Das stimmt, da hast du recht. Naja, aber Baby, also Baby kannst du zu der nicht mehr sagen.
Ja, aber kannst du dich zum Psychologen schicken? Wegen Albträumen? Natürlich kann man das Kind untersuchen. Das ist eine Frühentwicklerin. Vielleicht kann die ja schon reden. Vielleicht muss man ja auch gar nicht unbedingt reden können. Richtig. Es reicht aus, wenn du es anschaust. Na, Zylon. Ja, aber stimmt schon. Also es gibt doch bestimmt auch irgendwelche psychologischen Methoden, um mit Kindern zu arbeiten. Sind Kinderpsychologen. Ja, genau. Die nennt man richtig so. Ach so, ich dachte, das wären Psychologen, die Kinder sind. Ach so. Ja, aber das ist eine komische Frage, weil wenn du ein Baby zu Hause hast, dann weißt du ja auch nicht mehr, was los ist. Und das kann ja, ich meine, aber wenn das Baby, woher weißt du bei einem Kind, dass es kein Baby mehr. Ja, wenn aber es sich ist bewegt und weint und schwitzt, das ist logisch. Ja, aber die kann sich ja schon ausdrücken. Die kann vielleicht noch keine Abhandlung schreiben, aber... Ja, nee, kann sie das? Ich habe sie bisher noch nie reden gehört. Das heißt ja nicht, dass es nicht passiert. Und sie kann sich ja... Sie kann nicht reden. sie kann sich ja trotzdem äußern, auch wenn sie nicht reden kann. Sie kann ja trotzdem... Ja, aber dann Gefühle ist es immer schwieriger zu sagen, dass... Ich, also okay, deshalb solltest aber ich du großen nicht. Respekt vor der Arbeit dieser Psychologin haben. Die meistens selber blam sind. Nee, weißt du, ich sehe gerade in meinem inneren Auge an das Kind auf dem Sofa liegen und sie sagt, wovon träumst du denn? Ababo. Aber eigentlich wird sie sich das Kind anschauen und mit den Eltern reden. Aber es oder mit dem Kind zusammen irgendwelche Dinge machen. Um einen Kompromiss voranzutreiben, könnte ich einen Kompromiss vorschlagen? Nein. Ja, mach mal. Okay. Machen wir. Also Hilo geht zur Wahrsagerin. Nee. Nicht Starbuck. Ah. Ich war an was? Dein Kompromiss überzeugt mich nicht. Ja, überhaupt nicht. Ey. Starbuck geht also zur Wahrsagerin nach Docksville. Seit das einmal eingeführt wurde, kommt das erstaunlich oft vor, Docksville. Seit dieser Folge mit dem bösen Arzt. Genau. Und diese Wahrsagerin ist noch A, ziemlich jung und B, weint, während sie wahrsagt. Kann das sein? Ja, irgendwie muss sich die Wasserschale ja füllen. Das ist irgendwie so. Was sind zwei bemerkenswerte Eigenschaften dieser Person? Das ist doch bestimmt so eine Anspielung auf irgend so das weinende Orakel von sowieso oder so. Oder? Wer kennt es nicht? Irgendwas hier. Es ist bestimmt irgendwas aus der griechischen Mythologie. Auf jeden Fall rinnt ihr so eine Träne runter während dieser Sitzung. Auf beiden Seiten der Augen. Und sie weiß alles, was Starbuck so weiß. Also vor allem das, was Lioben mal gesagt hat, das kann sie nämlich zitieren. Und das wird dadurch nochmal untermauert, dass man immer noch sieht, dass Lioben, also dass diese Szenen eingeblendet werden, wenn sie das sagt, wo Lioben das auch gesagt hat. Ja, und jetzt gibt es dafür ja eigentlich nur zwei Erklärungen. Entweder Starbuck ist total verrückt und bildet sich das ein. Erklärung Nummer zwei. Die Psychologin ist ein Zylon. Die Wahrsagerin. Aber die Psychologin auch. Das Thema ja nicht diagnostiziert. Die Psychologin auch. Diese drei Psychologin und Wahrsagerin sind die gleiche Person und ein Zylon. Genau. Und Hilo hat einfach keine Ahnung. Wir gehen zu dieser weinenden Psychologin, die dauernd über der Wasserschale hängt. Ja. Ich habe mir da überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht, was das für Gründe haben könnte. Woher die das weiß? Ja. Aber findest du es nicht komisch? Nee, doch, aber ich mache mir da inzwischen keine Gedanken mehr drüber, wenn ich Sachen komisch finde. Ich akzeptiere sie einfach erstmal. Ja, das mache ich mir nicht. Und, aber das ist natürlich eine gute Erklärung, dass Starbuck sich das nur einbildet. Ja, natürlich, vor allem angesichts der Tatsache, wie die Folge weitergeht. Ja, eben, das meine ich ja. Aber da habe ich natürlich da noch gar nicht dran gedacht, weil ich ja noch nicht wusste. Weil die Folge da noch nicht weitergegangen war. Genau, weil ich noch nicht wusste, wie die Folge weitergeht. Da hat er pausiert und mal drüber philosophiert. Auf jeden Fall ist es ja gut, dass wir jetzt drüber gesprochen haben. Somit hat sich diese Szene für mich schon bereichert. Ja, um nochmal auf die Psyche... Nein. Aber geht das? Ich fand sie irgendwie komisch, das Orakel.
Also ich meine, das soll man, glaube ich, beim Orakel, ich wollte gerade sagen, das war intended. Ja, liegt in der Natur der Sache. Ja. Wofür war diese Wasserschale da? Damit sie die Tränen auffängt. Damit sie ihre Hände da baden komische. Sie baden gerade ihre Hände drin. Ja, genau. Das ist prima. Die sind alle sehr alt. Was ist denn heute los? Haben wir Lachgas hier irgendwie im Studio? Oh nein, jetzt war aber schon die Pfanne drin. Übrigens, das Orakel heißt Yolanda Brenn. Und das hätte auch, die heißt Yolanda. Yolanda Brenn. Und das hätte auch gut ein Star Wars-Name sein können, finde ich. Ja, ja, das stimmt. Was sagt sie denn so? Immer wieder dieses, du bist auserwählt und du bist was Besonderes, oder was Leoben gesagt hat. Sie wiederholt hat, was dein Schicksal. Genau das, was ja, Leoben Mutter, schon mal zu ihr Mutter. Gesagt hat. Wollte ja wissen, was? Deine Mutter. Ja, das, was Leoben zu ihr gesagt hat. Was wiederholt sie denn? Inhaltlich. Ach so. Naja, dass ihre Mutter versucht hat, ihr was ganz Wichtiges beizubringen und dass Starbuck das aber falsch verstanden hat. Aber ich dachte im Prinzip, dass sie was Besonderes ist oder ein Schicksal hat. Ja, aber dass sie so die falsche Konsequenz draus gezogen hat, dass es nicht nur darum ging, irgendwie so eine taffe Kämpferin zu sein, sondern dass ihre Mutter so war, weil Starbuck was ganz Besonderes ist. Ja, sie sagt, aber sie wiederholt ja Wort für Wort das, was Leoben ihr schon gesagt hat, als sie, als Starbuck ihn verhört hat in der Folge. Ich weiß. Ich wollte ja nur Flash wissen, entbauen, was aber ich weiß jetzt auch nicht so mehr glauben Punkt wir für zumindest. Punkt, was sie sagt. So wird es uns weiß gemacht, genau. Ob das stimmt, haben wir nicht überprüft. Wie, ob das stimmt? Das wird doch immer wieder hin und her das geschnitten. Das spinnt sich Starbuck alles sehen. Zusammen. Genau. Habe ich doch vorhin schon erklärt. Nein, aber ja, okay, aber das ist das, was inhaltlich wir sehen. Ja. Und das macht Starbuck sehr wütend und deswegen geht sie dann. Zu Recht. Aber vorher bekommt sie ja noch diese Figur, oder? Wo bekommt sie die her? Diese, Göttin Aurora. Von der Göttin Aurora, ja. Die Göttin der Morgenröte. Wir haben jetzt alle drauf gewartet, dass du noch mehr Details hast. Ja. Nein, mehr fiel mir nicht ein. Hast du keinen Funfact zu Doch. Aurora? Nein, aber zu etwas, was wir vergessen haben. Nämlich am Anfang sieht man ja so ganz kurz die Galaktika im Weltraum schweben. Und neben der Galaktika schwebt die Prometheus. Das ist der Frachter, auf der die Episode Schwarzmarkt spielte. Wow. Das macht die Folge schon schlechter. Erinnerst du dich an diesen Tweet, auf den ich dich heute aufmerksam gemacht habe zum Thema Fun Fact? Ja, ich will darüber nicht reden. ja. Gut, weiter. Dann redet sie mit Anders, oder? So, weil er will sie nochmal irgendwie so aufheitern und sagt, komm doch mit, ich flieg irgendwo hin. Wieso kommst du nicht mit? Und sie sagt, dann sieht er, genau, es geht in einer halben Stunde los und sie sagt, sie denkt drüber nach. Und da schließt er sofort blitzschnell, das heißt nein. Und dann reden sie aber nochmal über ihre Mutter und man kriegt da ziemlich viel Hintergrundinformationen über die Beziehung zu ihrer Mutter. Und die waren alles andere als gut, denn ihre Mutter hat Starbuck misshandelt. Die war irgendwie so eine taffe Marine-Alleinerziehende. Ja. Und hat ihr die Hand in der Tür gebrochen und solche Scherze. Ich kann es normal machen. Kinderpsychologen auch mit Kindern. Nur wenn sie noch nicht zu mit gucken, ihnen ob reden. Sie Albträume haben. Genau. Ah ja, es fühlt tatsächlich Schmerz. Boah, in den Galaktika-Türen muss das echt zwiebeln. Wumms. Und dann schön das Rad drehen. Und mit einem Besenstiel auf den Kopf gehauen und solche Geschichten. Ja, und alles nur, weil Kara ihr Käfer in die Schuhe getan hat, weil sie ein Trauma hat aus ihren Marine-Zeiten, was Käfer angeht, weil sie wohl auf irgendeinem Käferplaneten war oder Bugs. Sowas. Ja, wahrscheinlich. She did her part. Genau.
So schließt sich der Kreis. Genau, das hat sie jetzt nämlich gerade Anders erzählt mit den Käfern und so weiter. Und dann kommt schon der erste Ausflug, also die erste Einsatz zur Wolkenstadt. Ich fand das sehr schön irgendwie. Es sah besser aus als sonst. Vielleicht lag es an dem blauen Himmel. Wie die da so lang geflogen sind, das sah sehr schön aus, fand ich. Grafisch. Ich fand auch das, was Hotdog macht. Der fliegt ja dann erstmal kopfüber. Dann sagt sie, was machst du? Aber ich will einfach nochmal keinen Sternenhimmel über mir sehen. Genau. Und dann denkt Starbar kurz nach und macht das dann auch. Ja, fand ich sehr cool. Ja, und dann folgt sie ja dem Raider, den sie gesehen haben will. Und Hotdog verliert sie in den Wolken, bis sie schließlich zum Auge eines Sturms kommt, also Starbuck. Und in ihren Augen hat er auch die Färbung, wie dieses Mandala an ihrer Wand oder das Ding in dem Tempel oder das, was sie als Kind gemalt hat oder so. Und dann folgt sie dem Raider hinunter in den Sturm, bis sie irgendwann zurückkommt nach einem steilen Abflug, bevor die Atmosphäre ihre Viper zerdrücken kann. Oder die Schwerkraft so groß wird, dass sie nicht mehr hoch zurückkommt. Der Druck wird einfach so groß. Der Atmosphärendruck ist einfach so groß, dass das Schiff zusammengedrückt wird. Du hast es gerade schon angesprochen. Sieht das nur in ihren Augen so aus oder sieht es wirklich so aus? Weil zu dieser Zeitpunkt... Nee, nur in ihren Augen. Man sieht es später nochmal und da ist keine Färbung drin. Ja, also ich glaube, in dieser Folge kann man sich auf nichts verlassen, was aus Starbucks Sicht gezeigt wird. Ja. Sie ist ja auch die Einzige, die diesen Zylonen Raider sieht. Tai merkt aber an, das könnte sein, dass man den nicht auf dem Traitus sieht, weil irgendwie Strahlung nah am Planeten und so weiter. Der Planet fuckt. Ja, die Traitus gucken sich aber später auch noch die Aufnahmen von der Bordkamera an. Ja. Und da ist ja auch. Da sehen sie gar nichts. Gucken sich ja auch die Viper an und da ist auch nichts dran, obwohl das Ding sie gerammt haben soll. Mhm. Also alles Indizien, dass es diesen Raider gar nicht gibt. Genau. Ja, und nach den ganzen Indizien, dass irgendwas nicht stimmt, spricht eben der alte Mann mit seinem Sohn über sie, ob er sie eben am Boden behalten will, aber sie sagt, dass sie immer noch, auch wenn sie ein bisschen an der Grenze ist, immer noch die beste Viper-Pilotin ist, die sie hier haben. Ja. Und dann treffen die beiden sich auch direkt in der Gedenkwand. Und in der Wand. Sie ist schon tot. In der Wand neben Anne Frank. Ich fange nochmal an. Dann treffen sich die beiden auch vor der Gedenkwand und reden miteinander, also Apollo und Starbuck, und beschließen so gegenseitig, dass je nachdem, wer sterben wird, der andere dann ihr Foto oder sein Foto an bestimmte Positionen hängen soll. Und für Starbuck ist es neben Cat. Achtung, Jan, Cat. Ja, ich warte schon die ganze Zeit, dass Jan was sagt. Ihr habt mir das Bild gezeigt mit Cat. Warst du aber sehr übersteuert, schade. Ja, musst du runter. Also ich bin halt erregt. Ja. Deswegen. Ich war so fucking verwirrt. So, hä, die ist tot? Sehr schön. Die kam groß raus. Das hat damals Mario immer bei Lost gesagt. Wenn jemand groß rauskommt, ist er tot. Ja. Ich habe es immer schon gesagt. Also wann ist denn die gestorben? Ich habe es nicht mehr drin. In der Folge nach dem Boxkampf, die du nicht gesehen hast. Ich kann es ja mal ganz kurz zusammenfassen. Da ging es darum, dass sie durch so ein Strahlungsgebiet mussten und die Jägerpiloten mussten immer hin und zurück, um die anderen Schiffe zu begleiten, weil die in der Strahlung nicht navigieren konnten. Und Cat
ist da irgendwie, ist ihre Vergangenheit da noch eingeholt und irgendwie ist sie, weil sie schon zwei Schiffe... Sie hat zwei Touren zu viel gemacht. Genau, sie hat ein paar Touren zu viel gemacht, auch weil sie das Dosimeter ausgetauscht hat mit jemand anderem. Das heißt, sie hätte eigentlich gar nicht mehr fliegen dürfen und hat ein paar Schiffe verloren und wollte dann aber unbedingt weiterfliegen, weil sie das nicht nochmal wollte, dass sie Schiffe verliert und hat dann noch hinterher das Schiff gerettet und dann ist sie verstrahlt worden und Adama hat sie noch zum Keck gemacht und dann ist sie gestorben. Und wir haben jetzt wochenlang auf diesen Moment hingearbeitet, ja. Jan. Ja, genau. Und dann übersteuert es auch noch. Es tut mir leid. Übersteuert es auch noch, genau. Ach, verdammt, sollen wir es nochmal machen? Nee. Gut. Das würde zu gespielt sein. Okay, aber dann wird sie ja trotz wirklich abgekaspert. Aber sie ist wenigstens wie ein Held gegangen. Gut, es gibt hier an der Stelle, kann man das gerade sagen, weil es zu Cat passt, es gibt noch eine Szene, die extra mit Cat gedreht wurde, bei der auch Cat in einer Viper neben Starbuck auftaucht und ihr sagt, Starbuck soll sich keine Sorgen machen. Wenn eine tote Person neben mir in einer Viper auftauchen würde und mir sagt, ich soll mir keine Sorgen machen, würde ich mir Sorgen machen. Vielleicht haben sie deswegen die Szene auch rausgenommen. Aber sie haben sie extra gedreht. Hm. War ein Fun Fact. Ah. Hätte ich es aber nicht mal so schlimm gefunden. Hätte ich jetzt auch nicht schlimm gefunden. Ich weiß nicht, warum sie sie rausgenommen haben. Vielleicht, weil vielleicht war es ein bisschen zu offensichtlich. Ja, vielleicht. Ja, genau. Diese Szene mit Apollo und Starbuck, was kommt denn dann? Ja, dann kommt dann das, was du abgespielt hast am Anfang, wo sie die Präsidentin trifft und den Adama. Das mit der Katze, das nasse Katze, bla. Da hat Phil eben so sich. Ich verstehe das leider nicht. Ich kannte diesen Ausspruch nicht. Ich habe mich gefragt, was das bedeuten soll. Das sagt sie halt immer an, also das sagt sie halt immer an der Stelle. Oder sie das mit dem Regen war schon klar, aber was Adama dann sagt. Ja, aber das sagt er ja auch immer an der Stelle. Ja, aber was bedeutet das denn? Keine Ahnung. Tja, da musst du Kinderpsychologie studieren. Vielleicht meint er Cat. Bring Cat zurück. Ja, oder Kinderpsychologie. Bring Cat ins Trocken. Genau. Das war einfach ein böser Übersetzungsfehler. Ich weiß auch nicht mehr, was er in Englisch sagt. Ich habe es diesmal nur auf Deutsch gesehen. Aber es ist halt immer so ein Spruch, den er dann auch beim Englischen ist es auch so, dass er dann immer das Gleiche sagt. Vielleicht meint er, bring the cake back. Maybe. Ich glaube, das ist halt einfach nur so eine Tradition, so ein Ritual. Wissen nur die beiden, was das bedeutet. Insider, schrecklich. Ja, genau. Die Präsidentin muss sich da total doof vorkommen. Wie immer. Und da gibt dann Kara diese Figur an Adama weiter für sein Modellschiff. Die, wie heißt sie noch? Präsidentin. Aurora. Achso. Nein. Nagel die Präsidentin an dein Schiff. Sie heißt aber auch nicht wirklich Präsidentin. Ja, sie sagt ja, dass es Aurora, glaube ich, heißt, die hat wie Göttin des Morgenaufgangs oder sowas. Ja. Morgendämmerung oder so, ja. Und sie leitet die Segler in die richtige Richtung. Also genau passend für Adamas Modellschiff. Also sie macht nicht das, was Davy Jones gemacht hat. Was hat der gemacht? Das musst du erklären. Ja. Oh, Fluch der Karibik? Ja. Sagt er. Er hat die Toten ins Reich der Seelen oder so geführt? Ja. Aha. Ach so, die Göttin. Ich dachte, Cat. Ach, Starbuck. Nein, Cat nicht. Starbuck. Okay. Ach so, die also Göttin. Sie führt die Leute nicht in den Tod oder in die Untote, sondern. Genau. Ja, okay. Das Gegenstück des Danke Göttin. Fürs Erklären. Ja, das muss das sein jetzt. Ja, dann haben sie wieder ein kurzes Gespräch. Wer? Sie? Ja. Es bleibt mir auch gerade im Hals stecken. Na, Kara und Apollo? Ja, genau, danke. Entschuldigung. Weil Kara so
konsterniert vor ihrem Jäger rumsitzt. Nachdem sie nämlich einsteigen wollte und hat das Kind gesehen. Sie hat ja schon öfter das Kind gesehen, was sie selbst ist wahrscheinlich, oder? Das ist sie selbst, ja. Ich dachte zuerst am Anfang, siehst du es, glaube ich, ja auch irgendwann einmal, dass es das Mädel ist von Neu Caprica. Ja, dachte ich da auch. Ja, aber das hatte gelockte Haare und so und war noch deutlich kleiner. Hat man aber auch nur eine halbe Sekunde gesehen beim ersten Mal. Und hinterher war aber dann eigentlich klar durch diese Geschichte mit, dass ihre Mutter sie verletzt hat und so, die hat ja auch geblutet, dass sie das selbst war. Ja, die hätte den Kinderpsychologen aufsuchen müssen. Dann. Das hat sie nicht getan. Sie ist zum Wahrsagerin gegangen. Und auf jeden Fall ist sie dann sehr bestürzt und sitzt vor ihrem Jäger und dann kommt nochmal Apollo dazu. Und dann reden sie nochmal. Und da sagt dann Apollo, dass er beim nächsten Mal mit ihr mitfliegt. Also sie sagt nämlich auch noch, sie hat Angst. Sie will nicht fliegen, weil sie hat Angst. Und das macht Apollo Angst, weil Starbuck noch nie Angst hatte vorm Fliegen. Und er fliegt, will dann mit ihr mitfliegen als ihr Wingman. Und dann macht sie erst nochmal so einen Witz und sagt, was, der Keck fliegt für mich als Wingman. Und dann bleibt er aber ganz ernst und sagt, alles was sein muss. Also, dass sie jetzt Angst hat, das macht ihm halt sehr Unbehagen. Und dann kommt tatsächlich schon... Ist das Gespräch, wo er ihr erzählt, dass es in seiner Ehe spitzenmäßig läuft? Ja. Ja. Das ist das Gespräch. Ich weiß, dir geht's gerade nicht so gut, aber ich und meine Frau, alles top. Sie hat ja gefragt. Ja. Ja. Sind wir schon wieder da, wo wir vorher waren, sagt sie und sagt er, ja, nur, dass du jetzt einen Mischung du vielleicht. Genau, sie sagt dann auch noch, oder war das, nee, das war glaube ich vorher, wo sie dann sagt, du bist, genau, wir sind wieder da, wo wir vorher waren und wir werden auch nicht mehr weiterkommen oder so irgendwie. Foreshadowing. Ja, ich glaube, das war aber schon in der Wand. Wo ja, ist das gestört bezeichnet, ja. Ja. Also schon so gestört, wie du schon immer warst. Wie beim ersten Mal. Und dann fliegen sie jetzt los. Und das geht erst mal normal los. Und dann sieht sie aber auch wieder gleich diesen Jäger. Während Apollo ihn nicht sieht. Und jagt ihm wieder hinterher. Apollo jagt ihr hinterher. Und dann kommt eine sehr lange Szene, während sie in diesen Sturm wieder reinfliegt, wo es darum geht, dass ihre Mutter und sie besucht ihre Mutter und erzählt ihr, dass sie gerade die Akademie abgeschlossen hat und sie ist da sehr stolz drauf und ihre Mutter macht sie wieder total fertig, weil sie nicht gut genug war in ihren Augen. Ja, weil sie ja so außergewöhnliches Talent hat fürs Fliegen und trotzdem nur als 16. oder sowas. Abgeschlossen von über 100, ja, und bist jetzt stolz drauf. Gott, geht die Mutter mir auf die Eier. Ich finde ja das Radio echt geil von der Starbuck in ihrer Wohnung. Sieht so ein bisschen aus wie unser Zylonensender-Radio, oder? Oder was meinst du? Ja, eh das, wo sie dann abschaltet. Aber es ist so riesig einfach nur. Aber wir haben ja nicht, also ich meine, das unser Radio ist ja ein anderes. Ja. Aber es ja, vielleicht taucht es mehrmals auf. Vielleicht. Ist mir gar nicht aufgefallen. Kommt auch an diese Szene überhaupt nicht. Ich weiß nicht, warum Mario das hier sagt. Das ist ja, aber ich habe eine Szene weggelassen hast mit der Wohnung. Ja, stimmt. Vielleicht war ich da gerade mit meinem Smartphone beschäftigt. Vielleicht. Du hast es hier einfach jetzt nicht gesagt, deswegen habe ich es jetzt nicht. Nee, ist auch okay. Welche Szene war das denn? Wo mit Leoben. Ach wo so. Wo er sie aufweckt. Ja, genau. Das ist schon die gleiche Szene, aber nicht der Mutter, sondern er geht das ja dann mit ihr und beobachtet, wie die junge Kara nach Hause kommt, genau. Ja. Ich habe gesehen, dass die Mutter Rauchringe machen kann. Ja, und Marlboro rauchen kann. Ist dir aufgefallen, dass Marlboro auf den Kippen stand, die im Aschenbecher liegen? Mir schon. Nein. Das ist mir aufgefallen. Boah, die Mark überlebt. So wie im Battlestar Galactica. Ja. Wie der Marlboro-Man im All aussehen muss. Krank.
Ja, und dann gibt es wieder noch so einen Konflikt und Starbuck rennt weg. Ja, sie findet ja vorher heraus, dass ihre Mutter krebskrank ist. Ja, richtig. Dann will sie sich wieder ihr annähern, aber ihre Mutter ist wieder so abweisend wie immer. Und dann haut sie ab. Ja. Und ihre Mutter ruft noch hinterher und dann bringt Leoben sie ja in die Wohnung einige Wochen oder Monate, auf jeden Fall einige Zeit später und erzählt ihr, dass ihre Mutter lange auf sie gewartet hat und dass sie immer nach ihr gerufen hat und macht ihr halt so ein richtig schönes, schlechtes Gewissen, beziehungsweise bringt das zur Oberfläche, weil anscheinend hatte Kara die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen, dass sie ihre Mutter krank zu Hause gelassen hat, auch wenn ihre Mutter eine abartig eklige Frau ist. Und dann greift sie aber, ist sie im Schlafzimmer der Mutter, die im Sterben liegt, und nimmt ihre Hand. Und die beiden reden miteinander und dann kommt eben heraus, dass die Mutter jedes Bild, was Kara gemalt hat, aufbewahrt hat und sich anscheinend nur auf eine sehr perfide und komische Weise um ihre Tochter kümmern wollte. Und da finden sie den Frieden, beziehungsweise Kara findet den Frieden, weil sie sich jetzt verabschieden konnte und nicht mehr weiter davonlaufen muss, weil anscheinend war das Erlebnis, vor dem Kara die ganze Zeit hin fortgelaufen ist. Wäre sie doch mal zum Psychologen gegangen. Also für mich war es ein bisschen gekünstelt, dieses Erlebnis, weil Naja, es ist ja in ihrer Fantasie und da kannst du dich natürlich austoben. Ja, okay. Es ist auf jeden Fall, ich denke, ich finde es genauso, aber in deiner Fantasiewelt kannst du ja alles gestalten, wie du magst. Das macht dein Hirn. Und ja, und sie wollte es wahrscheinlich auch so. Und sie hat dann halt damit jetzt abschließen können. Und deswegen sagt sie dann jetzt auch, sie hat jetzt keine Angst mehr. Und sie erkennt noch, dass das gar nicht Leoben ist. Sowas sagt sie doch auch noch, oder? Du bist gar nicht Leoben. Stimmt, weil der hat nämlich mehr Stoppeln, dieser Leoben. Leoben sagt doch auch dann, habe ich nie behauptet. Genau. Ja. Er ist nur da, um ihr zu zeigen, was so zwischen Leben und Tod da ist. Aber er Sie sagt jetzt ja, irgendwie, die Starbuck, der Tod ist auch gar nicht so schlimm zu ihrer Mutter. Das fand ich halt nur komisch, dass sie das sagt in ihrer Fantasie. Ich würde sie nicht selbst jetzt einreden wollen. Das sagt sie wegen der Szene, die dann danach kommt. Ja, das heißt, sie ist halt jetzt wirklich darauf vorbereitet und sie kann jetzt endlich loslassen. Ja, und dann explodiert Starbuck. Ja. Ja. Aber sie findet auch da ihren Frieden. Das sagte ich ja, also sie sagt ja vorher noch, sie funkt ja vorher noch zu Apollo, dass sie jetzt keine Angst mehr hat. Ja. I see you on the other side. Dass er sie gehen lassen soll, weil genau. Sie warten auf mich. Und das ist ganz unheimlich. War das da oder war es, als sie das erste Mal runterfliegt, als sie in dem seitlichen Cockpit auf einmal mal eine Gestalt sieht? Aber ich glaube, das war beim ersten Mal. Das habe ich überhaupt nicht gesehen, echt. Da blitzt es einmal ganz kurz und man sieht eine Gestalt in dem Seitenfenster des Cockpits. Gruselig. Das war echt gruselig, weil ich suche das nochmal, wenn ich finde. Es sah ein bisschen seltsam aus, wie dann das Schiff explodiert, wie so ein Feuerwerk. Wie so ein Starbuck. Ja, ich dachte auch so an den Herrn der Ringe, an Gandalf, der gerade steht. Das ist vielleicht wegen Starbuck, Sternschnuppe. Oh. Heißt Starbuck Sternschnuppe? Heißt es nicht Sternschnuppe? Nein. Ich habe mich das bis heute nie gefragt. Natürlich heißt Starbuck Sternschnuppe. Starbuck gibt's noch nicht mal. Also, das englische Wörterbuch sagt Starbuck, Spitzname eines Viper-Piloten vom Kampfstern Galactica. Das sagt vielleicht dein Sternschnuppe ist Shooting Star. Shooting Star, stimmt. Star kommt drin vor. Star ist Star. Einfach, ja. Death Star ist ein Shooting Star. Große Sternschnuppe.
Also ich schaue mir gerade die Szene an mit Starbuck, wie sie gerade in den Tod fliegt. Und in ihrem Visier spiegelt sich auch immer irgendwas Komisches, was ich erkennen kann. War es beim ersten Mal? Na, Kamera ist es nicht, das ist was anderes. Aber die fallen doch immer die ganzen, die kleinen Dinge auf. Ja, was soll ich denn machen? Ist doch gut. Wir brauchen zwei Menschen in diesem Podcast. Ja, manchmal fragt man sich dann, waren die Dinge überhaupt da, die Mario gesehen hat? Oder ist es wie Starbuck? Also die Wahrsagerin hat gesagt, ja. Weil ich habe nämlich ein bisschen von ihrer Träne gekostet aus der Schale. Und ja. Du hast ihr ja die Wangen abgeleckt. Ja, dann ist Starbuck auf jeden Fall weg vom Fenster. Starbuck ist weg. Genau. Und Adama ist erschüttert. Und man sieht nur das CIC so von oben, dass er da so einfach steht, während der Alarm noch ertönt. Denn Starbuck war ja so seine Ziehtochter. Ja. Ja, und dann gibt es ja noch eine Adama-Szene danach. Und zu der hast du bestimmt, oder? Irgendjemand hat mir die Geschichte erzählt mit diesem Modellschiff. Das warst bestimmt du, Tim. Das kann schon sein, aber das ist im Prinzip die gleiche Geschichte, die Jan schon mal erzählt hat mit der Gitarre bei Hateful Eight. Ja. Nämlich, dass das Metallschiff, das Holzschiff. Modellschiff. Das Modellschiff nämlich nicht kaputt gemacht werden sollte und das Adama improvisiert hat. Ohne zu wissen, dass das ein teures Museum ist. Das ein paar tausend Dollar. Ich bin ein guter Schauspieler, ich improvisiere. Nee, aber es war wohl kein Museumsstück. Nicht? Also es war schon extra für die Serie produziert, aber nicht dazu gedacht, kaputt gemacht zu werden, weil es war trotzdem irgendwie ein paar tausend Dollar wert. Ja, aber versichert. Ja. Ja, das Schiff, ich wusste, dass er das irgendwann durch die Gegend wirft und ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt hier passiert am Ende, auch wenn das schon mit der Figur kam. Ich hätte gedacht, dass das in einer anderen Szene kommt. Aber so kann man sich täuschen. Weil das nämlich eigentlich nicht so richtig passt, oder zu Trauer, so eine Wut zu haben. So dieses Schiff durch die Gegend werfen, hätte ich jetzt eher, keine Ahnung, wenn er von jemandem enttäuscht wäre oder so. Jeder reagiert anders, das darfst du nicht vergessen. Die anderen weinen nur, die anderen sind eher aggressiv, ja, wütend eigentlich. Das ist wirklich, ihr reagiert da wirklich anders. Es gibt ja diese Stufen der Trauer und so. Und ich glaube, okay, er hat damals schon ein paar übersprungen und ist gleich böse geworden. Ja. Ja, genau. Wahrscheinlich. Na gut, ich verstehe jetzt Trauer. Kein Wort mehr. Jetzt sehe ich hier gerade dieses Bild, wo dieser imperiale Offizier im Hintergrund steht. Ist das wirklich, während sie fliegt? Ja, das taucht während des ersten Flugs auf. Krass. Ist das die Mutter vielleicht? Schaut so aus. Minute ja auch. Captain Neda. Bringt sie zu mir. Aber ich glaube, das ist ihre Mama. Das sieht man am Schädel. Könnte sein. Und ich glaube, sie trägt so wie eine Weste, was sie auch hatte dann in der Fantasie. Ja, es kann schon die Mutter sein. Und der Hals ist auch so eher. Ist mir nicht aufgefallen, krass. Ach ja, und da sehe ich Marlboro, Zigaretten, sehr viel. Die ganze Zeit versucht das gerade zu schneiden, also oder den Frame zu erwischen, aber es ist halt sehr kurz. Nur aber du hast ja die Zeit dabei geschrieben, dann kann ich mal gucken, ob ich das als Titelbild nehmen kann. Ja, vielleicht kriegst du es. Stimmt, sonst niemand entdeckt. 15:14. Mhm. Cool. Sowas fällt mir nie auf. Ja, die ist aber auch nur eine Sekunde da. Also man muss dann mal einmal nicht hingucken und nicht schon blinzeln. Die Marlboro-Zigarette ist mir aufgefallen. Wir müssen gleich nochmal über die Folge sprechen. Welche Folge? Wie wir die so fanden und was die bedeutet. Ganz kurz noch zwei Fun Facts, die eigentlich nicht funny sind, aber eigentlich sollte diese Folge eine ganz normale Dogfight-Episode werden. Ja. So wie Scar. Hast du das auch gelesen? Das habe ich auch gelesen, ja. Und Starbuck sollte sich opfern, damit Apollo entkommen kann. Genau. Und Katie Seckhoff hatte sich gewünscht, da noch mehr dieses Kreisbild und Lioben einzubinden. Und dann ist das jetzt da rausgekommen. Und dann ist das passiert. Genau. Und Katie Seckhoff musste einen NDA unterzeichnen, dass sie
dass sie nicht erzählt, was mit ihrem Charakter in dieser Episode passiert. Gut, dass nicht Tom Holland Starbuck gespielt hat. Warum? Verstehen wir, sonst wüsste man schon alles. Wer ist denn Tom Holland schon wieder? Der neue Spider-Man. Der ist anscheinend ein notorischer Spoiler. Ja, Spoiler-Man. Ja, ja, der hat angeblich das Skript für Endgame nicht bekommen, weil er die ganze Zeit immer spoilert. Verstehe. Es gibt wohl eine Aufnahme, wo er vor der Vorstellung von, wie ist der Avengers-Film davor? Auch Avengers. Infinity War. Infinity War, dass er da so im Kino vorne steht und sagt, keine Sorge, Leute, ich bin nicht wirklich zu Staub zerfallen. Ich bin noch hier. Und alle Leute, was? Und dann, jetzt hat er das Skript nicht bekommen, muss ständig improvisieren und zerstört teure Schiffe. Wahrscheinlich hat er es immer direkt einen Tag vorher gekriegt. Ach so, das kann sein. Ne, er hat nur seine Szenen bekommen eigentlich. Es gab so ein Tweet von Mark Hamill, wo er gefragt wurde, ob er denn schon wisse, worum es in dem neuen Star Wars Film geht, und er hat dann nur geantwortet, I know everything. Ich glaube, das mit dem Tethern wird nichts. Oh oh, was ist das? Das ist ein Tetherphone. Was ist das denn? Ja, liebe Zuhörer, auch wir sind nicht gefeit vor einigen technischen Schwierigkeiten. Können wir jetzt so eine Umbaumusik machen? Das ist ja totaler Quatsch. Hauptsache, es hört sich nachher in der Aufnahme nicht so an. Aber du hörst uns ja noch gut, oder? Ich höre euch gut. Hört ihr mich auch wieder? Nein, naja. Jetzt wieder Bass. Aber dann kann ich dir ja noch das zeigen, was ich noch gefunden habe. Nämlich mit Ronald D. Moore und Star Trek. Da hat er wohl einen Ruf, dass er immer Charakter umbringt in Geschichten, die er geschrieben hat für die Serie. Und eben das jetzt der Tod von Kara Trace seine Reputation von Star Trek zu Battlestar Galactica übersetzt. Verstehst du? Ja. Oh. Als einen schönen Rückschluss zur letzten Folge. Ich wollte noch mal fragen, wie ihr denn überhaupt dieses ganze Szenario fandet. Also diese ganze... Mit dem Planeten? Nein, die Starbuck. Also das Szenario Starbuck, was sich hier abspielt in dieser Folge. Ja, ich würde gerne, dass Jan zuerst antwortet. Okay, Jan. Das Szenario Starbuck. Ich fand's... Also plötzlich wird das alles sehr, sehr transzendent. Ich meine, sie hat von Leoben immer schon den hinbekommen, du bist was Besonderes, hat von ihrer Mutter immer gesagt bekommen, sie ist was Besonderes, hat aber anscheinend durch ihre Mutter einen totalen psychischen Knacks bekommen, und man versteht viel vom Charakter Starbuck, wenn man jetzt eben ihre Kindheit beleuchtet bekommt oder das, was sie dem Zuschauer von der Kindheit zeigt, und macht diesen aufmüpfigen, immer leicht gestresst, gehetzt wirkenden und ausufernden Charakter ein bisschen logischer oder ein bisschen verständlicher. Ich fand das eigentlich alles ganz gut. Ich verstehe nur jetzt nicht, wie sich das alles mit diesem Mandala und diese höhere Bedeutung, die diesem Charakter zugeschrieben wird, vereint. Also für mich hat das auch so ein bisschen den Eindruck, dass sie durch dieses immer wiederkehrende Farbmuster einfach den Verstand verliert und dann sagt, das reicht mir. Aber ich finde den Werdegang schöner, dass sie mit sich selbst und ihrer toten Mutter den Frieden geschlossen hat und jetzt einfach keinen Bock mehr hat. Was ich aber noch sagen will, ist, dass der Charakter der Mutter mich sehr frustriert hat. Das hast du schon gesagt, ja. Ja, und das für mich kein Grund ist, man kann auf einen Menschen sauer sein und ihn auch verlassen, auch wenn dieser Mensch todkrank ist, weil es ändert nichts daran, wie dieser Mensch dich vorher behandelt hat. Genau, also zum einen hat mich das überhaupt nicht überzeugt, dass das jetzt der Grund gewesen sein soll, warum Starbuck seitdem irgendwie immer auf der Flucht ist, oder wie du es eben beschrieben hast. Weil irgendwie passte das nicht. Und zum anderen
passt für mich auch nicht. Warum hat sich jetzt Starbuck hier umgebracht? Warum hat sich jetzt Starbuck hier selbst umgebracht? Das passt überhaupt nicht zu Starbuck, wie wir Starbuck bisher kannten. Das ist völlig nur auf diese Folge bezogen, finde ich. Und das ist ja irgendwie sehr komisch. Womöglich, das ist nur meine Vermutung, hat sie jetzt erkannt, warum sie eigentlich da ist, was ihr Ziel ist, durch das, was das Leoben-Ding, der nicht Leoben ist, ihr gezeigt hat. Aber ich habe es nicht verstanden. Vielleicht hat es der Charakter Starbuck verstanden und geht jetzt einfach den nächsten Schritt, den sie denkt, gehen zu müssen für ihre Bestimmung. Ich glaube, Phil wollte was Schlaues sagen, weil er hat ja extra gesagt, ich warte auf Jan. Sollte jetzt. Nein, nicht. Mich hat es einfach nur interessiert, weil, wenn ich mich recht erinnere, hat Jan doch die Serie nicht zu Ende geguckt. Ach so. Habe ich auch nicht. Keine Ahnung. Ja. Und deshalb hat es mich einfach interessiert, was Jan so denkt. Weil ich weiß ja, in welche Richtung es weitergeht. Also auch, dass sie einen Engel und so an den Admiral gibt und dieses Sehen des Zeichens, was sie alle hinführt und das Leoben, das Leoben-Ding zeigt ihr einfach, wie es führt sie herum, als wär's, keine Ahnung, irgendein Geist der vergangenen Weihnacht. Das hat für mich auf einmal so einen transzendenten göttlichen Charakter. Ja, oder man lässt es einfach weg, dieses Dings, und dann denkt sie sich das alles einfach nur aus. Ja, das kann auch sein. Und am Ende ist Bruce Willis tot. Hä? Also ich komme jetzt auf das Sixth Sense. Die ganze Zeit schon. Ach so. Ja. Er war die ganze Zeit schon tot. Ja. Ja, das kann auch sein, durchaus. Und das wäre total... Ich habe keine Ahnung. Und das wäre total, das wär total dämlich, weil das keine, das wäre ja eine schlimmere Entwicklung, wie Anakin zu Darth Vader wird in 5 Minuten. Ja, auf der anderen Seite wäre es ziemlich krass, wenn sie auf einmal in einer Folge den Verstand verliert und dann sich umbringt. Das meine ich ja, genau das meine ich. Ach so, okay, ich dachte, du meintest, dass sie auf einmal ihr ein Schicksal, was über den Tod hinausginge, akzeptiert. Nee, ich meine dieses, sie bringt sich jetzt einfach in dieser Folge einfach um. Das finde ich nicht nachvollziehbar. Nee, ich finde es auch nicht nachvollziehbar. Deswegen spinne ich mir ja so Sachen zusammen. Ja. Ja, vielleicht kann man das auch erst verstehen, wenn man noch Dinge in der Zukunft sieht, die man jetzt noch nicht kennt. Na gut, Ergänzungen? Ach, ich kann dazu nur sagen, wenn ich mich richtig erinnere, dann mag ich das nicht. Wenn ich mich richtig erinnere, weiß ich immer noch nicht, was die Folge bedeutet. Aber müssen wir dann... Ja, dem kann ich gar nicht voll widersprechen und das ist Teil des Problems. Okay. Ich muss dazu geben, jetzt fängt es eigentlich jetzt richtig an, dass ich vergessen habe, was alles noch so passiert. Ich habe schon voll vergessen, dass diese Folge auch kommt. Ich nicht. Nein. Also an diese Folge konnte ich mich noch sehr gut erinnern. Tatsächlich nicht mehr. Ich wusste, dass sowas in der Art passiert, aber dass das jetzt diese Folge ist und dass es... Ja gut, das war mir auch nicht klar, dass es so früh kommt. Aber auch, dass es genau dieses Szenario so ist, wusste ich tatsächlich überhaupt nicht mehr. Mhm. Ronald D. Moore hat gesagt, Maelstrom sei die erste Seite des dritten Aktes von BSG. Mhm. Mhm. Ja. Hätte. Ist ein Dreiakter? Ja, ne? Offensichtlich. Achso, könnt ihr auch noch einen vierten geben. Nee, ich glaube 3. Ich bin kein Fan. Was ist denn überhaupt so ein Maelstrom? Hast du doch schon selbst gesagt. Ein Wirbel, Das hat doch bestimmt auch irgendeine mystische Bedeutung. Ich glaube, das hat eher eine psychologische Bedeutung oder eine, wie es Starbuck geht. Oder? Dass sie Maelstrom steht für gefährliche Meeresströmung und Moskentraumen. Was? Ich würde sagen, das zieht einfach Starbuck ziemlich runter. Ja, Moskentraumen. Ah, Moskentraumen ist ein Gezeitenstrom zwischen den Lofoteninseln. Ja, das ist der Maelstrom, genau. Ah,
Die Lofoten. Das ist ja auch der, wo die Nautilus schon versunken ist. Mhm. Mhm. Auch Edgar Allan Poe hat schon da. Auch da versunken. Ja. Ja. Kommen wir zur Bewertung. Mhm. Diesmal fängt Jan an. Rache. Ja, ich habe ja auch eben schon viel darüber erzählt. Ich fand es nicht nachvollziehbar, ein bisschen verwirrend und dieses stetige sich rotieren und mir angucken zu müssen, wie die Mutter die eigene Tochter runtermacht, da ist mir irgendwann ein bisschen auf die Nerven gegangen. Bin aber irgendwie gespannt, wohin das damit geht. Ich gebe der Folge, ich schwanke zwischen 4 und 5 Punkten, aber ich gebe einfach mal 5. Okay. Wegen der Schiffszerstörung am Ende. Mhm. Phil? Ich fand eigentlich nur interessant diese Szenen mit Starbucks Mutter, weil das so ein bisschen Hintergrund für den Charakter gibt. Und den Rest, also kann gerade schwer abschätzen, ob es unfair der Folge gegenüber ist, weil ich die Folge nicht davon trennen kann, wie hier Elemente aus dieser Folge im weiteren Fortgang der Serie wieder aufgegriffen werden und ich das sehr, sehr negativ in Erinnerung habe. Und deshalb habe ich immer während dieser anderen Szenen so in mich reingekrummelt, weil ich nicht will, dass das passiert. Ja, das war keine, also wegen dieser kleinen Hintergrundinfos über ihre Vergangenheit gebe ich noch 4 Punkte, aber für mich war das unterm Strich nix. Okay, Mario? Ja, so berauschend war die Folge jetzt eigentlich auch nicht, eher so okay. Ich bin eigentlich froh, dass ich eigentlich schon vergessen habe, wie jetzt alles so drauf aufgebaut wird, also die nächsten Folgen und so. Fünf Punkte. Ihr habt eigentlich jetzt eh schon alles zusammengefasst. Ja. Okay, Folge. 5 Punkte. Okay. Ich gehe da nicht so niedrig. Ich fand die aber, ich gehe aber auch nicht viel höher. Ich fand die schon schlechter als die letzte. Der habe ich ja 7 gegeben, dann muss ich der hier theoretisch 6 geben. 5 ist für mich zu wenig, weil ich die einfach, also die Folge hat zumindest, man hat den Anschein, als hätte sie Gewicht. Und das hat die letzte Folge halt gar nicht gehabt. Das hat irgendwie den Anschein, als hätte die eine sehr tiefe Bedeutung für die Serie. Deswegen müsste ich der eigentlich mehr als 6 Punkte geben. Aber sie war halt nicht unterhaltsam. Ja, die war jetzt auch nicht so unheimlich schlecht unterhaltsam, aber ich fand sie schlechter als die letzte. Deswegen muss ich ihr 6 Punkte gegeben. Bin aber damit ja immer noch der die meisten Punkte gegeben hat. Ja, wie gesagt, es fällt mir halt echt schwer, diese Folge so rausgegriffen für sich alleine zu bewerten. Ja. Also da bin ich vielleicht ein bisschen unfair. Das ist wahrscheinlich die Folge der letzten 5 oder 6 Folgen, die vielleicht sogar der gesamten Staffel bisher, die wahrscheinlich das meiste, also die das Potenzial hat, am meisten Gewicht zu haben für die Serie. Ja. Das mag sein. Na gut. IMDb 7,9. Aha, siehst du? Ja. Besser als die letzte. Besser als die letzte. Ja. Das steht ja eh nur Quatsch im Internet. Oh, die Chief und Kelly-Folge wurde ja nur mit 6,9 bewertet auf IMDb. Mir hat die immer sehr gut gefallen. Da fällt mir auch gerade ein, sowohl die letzte Folge als auch diese Folge haben keine Behandlung. Ja. Gut, wie wir Ja und Nein sagen, das Gleiche meinen. Letzte Worte. Ja. Ja, stimmt, ich muss ja anfangen. Vater, 11 Uhr. Was passiert um 11? Also, okay. Kannst du mir noch erklären, wieso? Ja, weil sie den Raider auf 9 Uhr gesehen hat und so weiter. Okay. Du musst es nicht nehmen. Ja, ist gar nicht so schlecht.
Referenzen auf Indies nicht mehr gut. Wer war dann dran? Phil? Weltraumkäfer. Okay. Mario? Kinderpsychologische Fantasien. Und dann sage ich zu guter Letzt Marlboro Woman. Und hoffe, beim nächsten Mal haben wir weniger Internetprobleme als dieses Mal. Ja. Das hoffen wir alle. Das ist ein schönes Schlusswort. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüssi. Das Outro klingt echt witzig so. Bei mir gibt es morgen zum Frühstück Leberkäse mit Spiegelei. Ah. Oh, das ist lecker. Aber nicht Original-Leberkäse, oder? Also kein Pferdeleberkäse. Was? Pferdeleberkäse? Mhm. Nee, ich glaube nicht. Also ich habe zumindest nicht explizit nach Pferdeleberkäse verlangt. Es muss ein Pferd sein, ein Mustang, bitte. Ist original Leberkäse vom Pferd? Ich glaube ja, Pferdeleberkäse ist es. Aha, das war mir nicht bekannt. Kann man mal googeln. Ist das nicht bei Salami auch so? Auch das weiß Salami? Ich nicht. Nein, ich habe es auf jeden Fall einmal gegessen und nie wieder. Das ist Leberkäse. Pferdeleberkäse, ja. War es eklig. Ja, aber ich wusste damals nicht, dass es vom Pferd ist. Halt. Und war es dann daran so schlimm? Ja, aber es hat nicht geschmeckt. Es war nicht der Gedanke. Nein, überhaupt. Also man hat es mir dann gesagt und dachte mir, sehr empfindlich sind. Ja, das war die Freundin dann auch, aber na, was soll ich jetzt machen? Ja, naja. Ist halt jetzt so. Schmeckt oder schmeckt nicht? Eine Kuh musste dann auch leiden, habe ich gesagt. Warum nur das Pferd? Tatsächlich. Leberkäse, Fleischkäse in Österreich. In Österreich, bla bla bla. Vor allem in Wien und Graz wird bei Würstelständen sehr häufig auch Pferdeleberkäse angeboten. Ah. Mhm. Ja. Wir haben auch den Leberkäse-Peppi bei uns in Wien. Also in Österreich, glaube ich sogar. Der macht geile Leberkäse. Boah. Der Mario-Artefakt wird ganz schlimm. Bei mir nicht. Ha. Was heißt das? Dass es an Phil liegt. Oh. Was heißt Artefaktet? Ja, Roboterstimme. Ja, oder? Genau. Ach so, okay. Ich rede jetzt, auch gerade wie ein Roboter. Vielleicht, weil ich den Osterhasen esse hier. Ist besser. Hast du den Jan eigentlich angerufen? Ich versuch's die ganze Zeit. Ach so, weil er sagt, er ist da. Hä? Wo ist er denn jetzt? Ja, in Deutschland, oder? Ich versuch's die ganze Zeit. Geht nicht. Hast du die richtige ID? Der hat bestimmt das Ding überhaupt nicht neu gestartet. Das muss man, oder? Den kleinen. Ich hab's auch nicht neu gestartet. Nein, muss man eigentlich nicht. Aber ich glaube, der hat immer neue Nummern, oder? Wahrscheinlich hat er eine neue Nummer. Aha. In Deutschland muss Leberkäse außerhalb von Bayern Leber enthalten. Okay. Okay, gut zu wissen. Aber sagt man nicht in Bayern auch eigentlich Fleischkäse? Nein. Doch. Nein. Warum? Nein. Klar. Doch. Echt jetzt? Ach nee, man sagt Leberkäse. Leberkäse-Semmel. Ja, Leberkäse-Semmel. Wo sagt man dann Fleischkäse? Ich glaube Leberkäse sagen so, oder? Wie wir. Wir sagen ja Leberkäse. Das nicht. In Baden-Württemberg sagt man auch Leberkäse. Tja, dann sagt man es vielleicht im Norden. Da gab es nämlich früher bei uns in der Schule immer LKW mit ABS. Was? Was ist das denn? Leberkäse weg mit ein bisschen Senf. Okay. Ah, jetzt geht's wieder. Da ist er wieder. Aha. Ich dachte schon, du hast eine neue Nummer. That's the kind of mein Hobby. Was?
Entschuldigung, mein Podcast ist angegangen. Okay. Du hörst Podcasts, während wir podcasten? Wir podcasten ja noch nicht. Musst du dir das... Ach, egal. Welcher Podcast ist das denn? Das ist 538 Politics Podcast. Amerikanische Politik? Ja. Bill. Sehr deprimierend. Ja. Aber die Rufe nach Impeachment, naja, die waren schon immer laut, aber sie werden ja immer lauter. Ja, passiert nicht. Ich weiß auch gar nicht, was die Leute alle wollen. Der wird nochmal gewählt. Ich bin 100% sicher. Ja, eben, das bringt alles nichts. Der wird nochmal gewählt. Ich gar keine Hoffnung machen. Es ist alles schlimm. Wo es ja echt interessant ist, ne? Solche Idioten gibt es ja in einigen Ländern mittlerweile, nur weil es die USA ist, ist es um einiges schlimmer. Weil es die USA ist, ist es vielleicht nicht um einiges schlimmer, weil die noch eine relativ oder eine ziemlich stabile Demokratie haben, genau, die das abfährt. Ja, okay, für das Land nicht, aber für den Rest der Welt. Ach so, meinst du das, ja. Ja, also ob jetzt Ungarn mit China einen Handelskrieg führt, das ist stimmt. Recht egal. Ungarn, ha. Die sind ohne uns nichts. Die Böhmen. Ha. LKW steht sogar in der Wikipedia drin. Okay. Als Abkürzung. Für ja. Denk jetzt die ganze Zeit an AKW. Da fällt mir jetzt gar nichts Gutes ein. Mit ein bisschen Senf. Achso, LKW. Warum fällt mir bei LKW nicht LKW ein, sondern AKW? Das weiß ich auch nicht. Weißt du, was das heißt, Jan? Lastkraftwagen? Nein, das was Phil. Achso, da warst du noch nicht da, oder? Phil's Abkürzung. Nee, wahrscheinlich nicht. Da war er noch nicht da. Sag nochmal. LKW mit ABS zum Essen. Was? LKW mit ABS zum Essen? Ja, LKW mit ABS ist was zu essen. Ich hab's überhaupt erst jetzt verstanden. Naja, keine Ahnung. Oh nein. Das ist ein Leberkäse weg mit ein bisschen Senf. Oh, wie süß. Ja, süßer Senf ist auch geil bei Leberkäse. Ein bisschen Senf. Oh. Ja. In München habe ich immer Leberkäse-Semmel und zwar mit Chili-Leberkäse gegessen und dazu süßer Senf. Das war geil. Oh, ja. Oh, ja. Aber also, München macht auch geil. Chili-Leberkäse steht auch hier bei Wikipedia unter den in Österreich üblichen Varianten. Ach so, aber in Bayern und München gab es. Ja, ich Bayern, glaub, Österreich. In Bayern oder vielleicht auch nur in München, wenn man es Leberkäse nennt, muss Leberkäse drin sein. Nee, das war außerhalb von Bayern ist so. Genau, hat nicht. Hat eben so recherchiert. Ja, ach so, außerhalb von Bayern muss Leberkäse sein. Sonst muss man es Fleischkäse nennen. Kann sein, dass dann kommt das vielleicht der Unterschied da ist, ja. Vielleicht. Chili-Leberkäse hatte ich noch nie. Das ist geil. Na, geil. Ich stehe total auf Chili, also. Ist halt so ein bisschen scharf und der süße Senf macht es halt ist gut so. Süß und scharf. Pizza-Leberkäse? Was ist denn Pizza-Leberkäse? Ja, das ist mit so komischen Käse-Dingern drin, mit so Käsefüllungsteilen. Ist nichts Besonderes. Also es ist nicht wirklich gut. Okay, in der Liste steht auch Käse-Leberkäse. Ah. Das heißt Käse-Leberkäse, ja. Käse-Leberkäse. Käse-Leberkäse sagst du dann bei uns. Aber das ist das Beste, finde ich. Also Käse-Leberkäse ist am besten. Okay, da sind das heißt, so Augen drin oder so Käseaugen. Ja, also wenn man es richtig gut hergestellt hat, dann ist es sogar flüssig. Okay. Das ist ein bisschen flüssiger Käse, das ist dann wirklich, das ist geil. Also ich mag auch Käse total. Aber wenn es hart ist, dann ist es so, naja, fad eigentlich. Spät ja, stimmt, so. Das habe ich vorhin vergessen. Also auf den Leberkäse kommt Käse und auf den Käse kommt das Spiegelei. Das ist gut. Das. Ich kenne das nur ohne Käse, aber ich muss es mal mit Käse probieren. Macht das besser. Ich glaube, ich sollte mal hier auch anfangen, Leberkäse zu essen. Habe ich bisher noch nicht in der Schweiz. Und zwischen dem Käse und dem Leberkäse kommt der süße Senf. Kostet sicher nur 15 Franken. Ja, gibt es manchmal auch in der Mensa. Aber mit den 15 Franken liegst du wahrscheinlich trotzdem richtig.
Du bist ja auf der Uni dort, oder? Auf der, na, auf wie der heißt LTH. Ja, auf der LTH, ja genau. Ich war, glaube ich, dort auch mal bei dieser Mensa. Die ist ja außerhalb irgendwo, oder? Naja, es gibt jede Menge davon. Hast du mal eine Mensa auf Europa-Reise gemacht? Die ETH ist auch über die ganze Stadt verteilt. Also da kann sein, dass du bei irgendeiner anderen warst. Irgendwann komme ich oder mal bei der. Ich war nicht mehr, ist nicht weg. Ich war gestern auch noch in 4T. Ja. Bin ich durchgefahren. Im Zug. Ja. Beziehungsweise durchfahren kannst du ja nicht durch diesen Bahnhof. Noch nicht. Noch nicht. Im Jahre 3034. Kannst du durchfahren. Nee, bin dann ausgestiegen und über Rottweil, ich mag diesen Namen, ich dann in die Schweiz eingefahren. Besser als eingefallen. Das wohl wahr. Das würde auch niemandem einfallen, in die in den Schwanz einzufallen. Wie lange fährt man denn mit dem Zug? Eine Stunde nach Zürich? Von Basel aus, aber von Stuttgart fährst du nochmal. Man fährt über Basel nach Zürich? Zwei Stunden? Nein, ja, kannst du, wenn du in Mannheim umsteigst, nimmst du. Ich meine ja jetzt von Stuttgart aus. Nee, von Stuttgart nicht. Von Stuttgart brauchst du nochmal so zweieinhalb Stunden. Krass. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Ja, weil es ein IC ist und kein ICE. Ach so, weil es eine Bummelbahn ist. Aber IC ist ja auch noch schon schnell eigentlich. Recht, ja, verglichen mit anderen Zügen. War das vielleicht ein RB? Nein. Nein,